Herzlich willkommen, damit hören zur nächsten Folge. Hab den PC mal kurz geknackt. Hat nur 5 Minuten gedauert. Ich wollte es außerhalb der Aufnahme machen, weil mir war klar, dass es Ewigkeiten dauern wird. Deswegen 5 Minütchen hatte ich. Jetzt müssen wir hoch auf die Spitze gehen, was er bewacht werden soll, angeblich. Ich bin hier gerade freiwillig ins Geschehen für euch. Respektiert mich. Ja. Das war jetzt aber eklig. Da, Geschützstörung. Wieder hacken. Hängen. Löschen wir erstmal ein paar Wörter aus hier. Hier ist noch eins. Hier ist noch eins. Da ist noch eins. Geht es hier auch? Perfekt. Hier ist auch noch eins. Ja. Zack. Easy. So soll es laufen. Deaktivieren hier. Gut. Das war also wieder mit meinen Knochen. Da. Das tat ein wenig weh. Das ist falsch. Ein paar Pünktchen. Sieht sehr mystisch aus. Darf auf jeden Fall nicht vergessen, wir wollten noch den Prim des Casinos räumen. Das darf ich nicht vergessen. Mein Freund, ihr werdet mich denn nicht davon abhalten. Was war's wohl?
war es wohl mit mir langsam. Ich habe bald keine Knochen mehr, wenn es weiter so geht. Ich laufe jetzt wieder so ein Krüppel rum. Die Ecke. Arzttasche. Wir machen das, Leute. Wir müssen super aus dem Weg ran. Liegt leider nichts. Dieser zentrale Rechner regelt aktuell nicht die Strommenge, die das Terminal erreicht, scheint nicht auszureichen. Der Generator sieht in Ordnung aus, aber ungeziefer hat das Stromkabel durchgefressen. Mit dem richtigen Know-how und etwas Altmetall kann ich die Verbindung reparieren und die Ausgangsbreite verbessern werden. Ansonsten braucht es Hilfe. Also bin ich jetzt hier geliefert, ja. Is it this, what you wanna say to me, my friend? Ich würde mal so mal kurz gerne hier reingucken nochmal. Peter, dieser Roboter ist mit in einer Reihe von Werkzeugen zur instrumentellen Wartung ausgestattet. Auf der Rückseite seines Kopfes gibt es einen Schlitz, in dem eine Schlüsselkarte passen könnte. Wissenschaft von 75 oder eine Pusselenergie erforderlich. Jetzt müssen wir mal bitte etwas reparieren, ja? Abkürzung. Da. Konfiguration McCarran Las Vegas, Fullmond und Restzeit, gesamte Region. Gesamte Region, Notstromversorgung. Gesamte Region wäre auch schon cool. Da alles mit Strom. McCarran und Las Vegas Strom. Ich glaube, die ganze Region wird es, glaube ich, nicht packen. Sonst hätte auch nicht so viel davon. Der Strip braucht mehr Strom. Was McGarren ist, weiß ich nicht.
Ah. Gleich mal runterspringen. Ich glaube, der Weg nach unten wäre hier am schnellsten. Was ist denn hier der McCarran? Ich komme halt nicht gerade nicht drauf. Ah ja, Camp McCarran. Ein Schützpunkt der RNK. Dauert jetzt ein bisschen, weil ich beide Beine gebrochen sind. Ich werde jetzt halt ungern wieder so ein Ding nutzen. So viele Arzttaschen habe ich jetzt auch nicht, meine Freunde, ja. Oh. Noch eine Falle, wo ich draufgehen kann. Das ist ja in der Karte gewesen. Naja. So, ehrlich gesagt, ich habe auch gar nicht mehr dran gedacht, den anderen Weg zu gehen. Ich war so gebrochen, aus irgendeinem Grund, die meine Meinung geändert hat. Aber Leute, ne, bevor wir zum Strip gehen, ihr wisst ja, ich möchte gerne vorne mal nach Good Springs gehen und da mal in die andere Richtung laufen. Und in dem Gefängnis waren wir auch noch nicht bei der Pulverbanditenbande. Das wird durch die Pulverbanditen-Gefängnis durchknallen. Ja, Sprung geht schneller. Einen kleinen Geschwindigkeitsboost. Allgemein, wenn ihr mal beide Beine gebrochen habt, Leute, dann springt. Kann ich euch sehr empfehlen. Oh nein. Jetzt will ich noch Jump'n Run machen. Fanatic oder Fantastic, warum muss sie heißen? Da kommen sie mir schon schön entgegen. Ich habe mir beide Beine gebrochen für die Aufgabe. Hey! Yo! Schon wird nach McGarrett und Strip gleich. Was? Echt jetzt? Scheiße! Ich wusste, ich schaff das! Diese RNK-Mistkerle können allesamt vor dem Altar des supergeilen Fantastic niederknien. Aber keine Sorge, ich werde ihnen erzählen, was du für mich getan hast. Nicht alles, sonst hält man mich für einen Idioten, aber einiges. Bleib am Ball, Mann. Eines Tages bist du vielleicht so gut wie ich. Man weiß ja nie. Okay. Ich würde sagen, wir fangen mal damit mal an. Während wir dabei sind, Sprache auf 75 hochzukriegen. Ja, Schusswaffe. Ganz klassisch die Schusswaffe. So, Quests. Was haben wir denn noch so? Das sind die DLCs.
Als nächstes wäre dann der Goodstrings Friedhof. Oder Gefängnis, besser gesagt. Fangen wir hier oben beim Friedhof dann erstmal an. Erst muss ich wieder rauskommen. Warte mal, dann der Weg war schneller. Zu unserem alten guten Dog können wir rübergehen. Hallo. Hallo. Immer wieder 50 Kronkorken in den Arsch schieben. Weiß nicht, wie sieht denn inventarmäßig aus? Da könnten wir nur mal ein paar Sachen weglegen. Aber ist jetzt nicht so notwendig. Können wir auch nochmal machen. Oder? Können wir eigentlich jetzt mal? Jetzt will ich jetzt mal kurz unser Inventar entleeren. Hallo. Wie geht es Ihnen? Scheiße. Hier. Ich habe jetzt das Gefühl, dass wenn wir zum Strip gehen, dass wir dann erstmal eine Weile nicht mehr wegkommen. diese Befürchtnis habe ich. Dass wir dann so viele Quests dann noch zu erledigen haben, dass wir da erstmal 30 Folgen im Strip rumgammeln und da die ganzen Leute anquatschen. Hallo. Ist denn was für mich? So, mal hier. Dann schneiden wir das mal hier rein. Munition. Das brauche ich nicht. Würde ich verkaufen. Schrott für die Zünd behalte ich mal. Ich lege mal zwei hier rein zur Sicherheit. Gegengift auch. Wenn wir davon immer was haben. Genau, ein Super Stimpack, so im allerhöchsten, größten Notfall. Ja, wir würden wirklich auch mal so zwei behalten für Notfall. Damit. Hunger und Miet hat unser Charakter auch. Ja, müde. Ich könnte sogar zwei Stunden hinlegen. Also nach zwei Stunden wäre ich noch müde als vorher, aber das ist was anderes. Okay, jetzt wegen Aufgaben, da haben wir jetzt erstmal nichts mehr, was wir erledigen könnten erstmal. Gebietmäßig haben wir auch vieles jetzt schon erkundet tatsächlich, dass wir uns jetzt so mehr langsam Richtung obere Hälfte bewegen können. Da muss dann die andere Quest, ja, der DLC. Deswegen würde ich sagen, gehen wir dann hier hin. Bewegen uns dann von dort aus. Checken wir mal so ein paar Gebiete ab. Hier ist schon alles. Hier werden schon wieder so ein paar Sachen hervorgehoben. David's got it. So, hier haben wir auf jeden Fall was. Scheiße Viecher in der Nähe.
So. Das wird allerdings mein theoretisch so gesehen Zukunfts-Ich erst machen. Denn ich werde das Spiel jetzt für einen ganzen Monat nicht mehr anfassen. Ich komme erst einen Monat wieder. Dann suchen wir das Gebiet, checken, sag ich jetzt mal, hier so in der Gegend hier, also das wäre mir schon wieder zu nah tatsächlich. Dass wir hier so mal hier grob mal so die Orte abchecken, was hier so ist. Danach gehen wir zur Range-Station irgendwie. Mal die Range-Station alle abklappern noch. Die wir offen haben. Und ja. Also, nächste Folge wird hier mal so die Gegend abgeklappert. Richtung rechts, dass wir dann hier mal, falls hier so dazwischen noch ein paar Orte sind, die wir die alle haben. Aber, wie gesagt, mein Zukunfts-Ich macht das. Ich habe jetzt genug Aufnahmen für über einen Monat auf der Festplatte. Ich muss die erstmal runterkriegen, um Speicherplatz frei zu bekommen. Daher sehen wir uns theoretisch in einem Monat wieder. Für euch wird es nur ein Tag sein. Somit auf Wiedersehen.